Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir aus dem wunderschönen Bali hier mit meiner riesen Kokosnuss, die ich gerade genossen habe, bin jetzt gerade auf dem Weg ins Restaurant, um mir die aufmachen zu lassen, um sie noch auszulöffeln. Wunderschöne Ostertage, erholsame Ostertage. Und ich habe hier so als Beschreibung reingeschrieben, welche Osterüberraschung hast du für dich? Denn ich war so gerade in Gedanken bei dir in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du dich aufhältst. Und Thema ist ja hier in dieser Gruppe, deshalb bist du ja da, weil du deinen Seelenplan entdecken und langfristig auch leben möchtest. Im Übrigen, wenn du dich fragst, was trägt die denn da so an Teil um die Stirn? Das hat mir der Brahmane gestern in der Palmblatt-Bibliothek angezogen. Irgendwie fühlt es sich für mich noch gut an, das noch eine Weile zu tragen. Deshalb habe ich das noch angezogen. Passt auch ganz gut zu meinem T-Shirt heute. Okay, also, welche Osterüberraschung hast du für dich? Und ich war ebenso in Gedanken bei dir, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du dich aufhältst. Und würde dich mal gerne dazu einladen, Ostersonntag heute, Ostermontag morgen, dir ein bisschen Zeit zu geben, zu schenken, dir selbst und mal ein weißes DIN A4-Blatt zu holen und mal mit dir selbst ins Brainstorming zu gehen und dir mal einfach aufzuschreiben, was du in deinem Leben schon gut gemeistert hast, was du gut kannst, was dir Freude macht. Und mach das bitte einfach mal, ohne drüber nachzudenken viel. Stell dir einen Wecker, 30 Minuten. Ich muss jetzt doch hier mal ein bisschen die Kokosnuss abstellen und mich hinhocken. So, stell dir einfach mal den Wecker, 30 Minuten. Koch dir einen leckeren Tee oder mach dir einen leckeren Saft. Mach es dir gemütlich, gerne auch ein Kerzlein anzünden. Schreibst, die du schon gut gemacht hast in deinem Leben, die du gemeistert hast, was du gerne machst, egal was es ist, völlig egal, schreib kleine Dinge auf, schreib große Dinge auf, was du als klein bezeichnest, was du als groß bezeichnest, völlig egal. Und dann hast du mit Sicherheit ganz, ganz vieles aufgeschrieben, was genau dich ausmacht. Und dann kannst du dir da so Dinge rauspicken, wiederum ins Brainstorming mit dir gehen. Was sticht da so hervor? Was zieht sich wie so ein roter Faden ein bisschen durch dein Leben? Was kannst du daraus erkennen? Wirst du wertvolle Hinweise bekommen zu deinem Seelenplan, zu deiner Einzigartigkeit, zu dem, was dich ausmacht, was deine Gaben, deine Stärken, dein Potenzial ist, was in dir verborgen ist. Ja? Themen, Informationen bekommen, ja, warum du überhaupt hier in deinem Körper inkarniert hast, um es spirituell auszudrücken. Und dann bist du ein großes Stück deiner Einzigartigkeit näher. Im nächsten Schritt kannst du dir dann noch, ja, Gedanken
ganz viel Freude dabei, spannende Erkenntnisse.